Hallo und herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2016 hier auf Nosa Games. Ihr seht, wir sind in Malaysia. Ihr seht, wir sitzen schon in unserem Auto. Warum, wieso, weshalb? Ja, es gibt nichts Neues. Ja, aktuell, wir haben ja unsere Ressourcenpunkte eingefroren zugunsten von einem 25-prozentigen Bonus. Ich glaube, es waren 25%, sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Naja. Auf jeden Fall, wir sind in Malaysia endlich angekommen, nachdem Singapur letztens schon einigermaßen erfolgreich gewesen ist. Ja, ihr seht, wir haben aktuell kein Setup für diese Strecke. Dementsprechend setze ich mich jetzt erstmal hin, tüdel das und wir sehen uns gleich im Auto hier. Jo, und hier sind wir auch schon in der Streckenakklimatisierung. War ich etwas zu langsam mit dem Reden. Ist aber nicht weiter schlimm. Ihr seht, wir sind in Runde 2. Warum? War halt die beste Runde. Auch hier war ein kleiner Schnitzer drin. Ihr seht den roten Punkt zwischen den zwei Lilanen. Hier haben wir noch einen kleinen Fehler gemacht. Und ja, im Endeffekt, wir sind über den grünen Bereich nicht hinausgekommen. Ja, passiert halt. Aber man kann ja nicht immer alles Ziele erreichen. Und in diesem Falle haben wir es halt mal nicht erreicht. Ich habe dann auch im Anschluss daran direkt probiert weiterzumachen. Allerdings hat mir da, unser Wetterfrosch so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, denn es fing im späteren Verlauf dieses ersten freien Trainings an zu regnen. Das heißt, ich habe die ganzen anderen Versuche dann im zweiten freien Training und dritten freien Training realisiert. Ihr seht, hier sind wir jetzt beim Reifenverschleißtest. Der lief wie gewohnt flüssig. Den hat es mir halt im ersten freien Training leider verhagelt, weil es hat halt die letzten zwei Runden angefangen, richtig schön viel zu schütten. Und da war dann halt leider nicht wirklich viel mehr drin, wie, die Tatsache, dass wir es dann halt sein lassen mussten. Jo, an und für sich, Malaysia ist eine Strecke, da sag ich mir, ich kann sie einigermaßen, ich krieg sie einigermaßen hin, ich habe einigermaßen bescheidene Bremspunkte gefunden, wo ich sage, ich kann mit der KI mitfahren. Bisher war es auch zeitlich nicht ganz so langsam. Also ich bin immer so im guten Mittelfeld gelandet. Ihr seht, aktuell sind wir auf P2. Das auf dem Medium-Reifen, das war ganz gut. Aber ihr seht auch, ja, das geht definitiv schneller. Aber ist ja kein Problem. Wir mussten ja nur diese Reifenzielvorgabe von 1,44,7 erreichen. War alles okay. Jo, und dann Qualifying Pace. Wir sollten P11 erreichen. Ihr seht, wir haben aktuell wieder ganz bequem eine Sekunde Vorsprung. Also von der Performance her bin ich mit dem Männer richtig zufrieden mittlerweile. Wenn man sich so an den Anfang der Saison erinnert, wo wir wirklich arge Probleme hatten, überhaupt in die Nähe der Punkte zu kommen, da sieht das Ganze doch jetzt schon wieder deutlich besser und deutlich angenehmer für uns aus. Kann ich ehrlich sagen, ich freue mich drüber, dass das Auto jetzt so gut läuft mit den ganzen Upgrades, denn wir sind ja jetzt derzeit, wenn ich es richtig noch weiß, das fünftstärkste Team. Jo. Und dementsprechend gut lässt sich das Auto halt auch mittlerweile fahren. Handlingmäßig super, vom Spritverbrauch her auch richtig gut. Und ja, ihr seht auch von der Performance her, wir sind auf P3 gelandet. Das ist was, worauf man aufbauen kann. Und jetzt hören wir erstmal in die Ziele rein. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Gut. Immer sagt uns, wir sollen P8 erreichen, wir sollen Sebastian Vettel schlagen und logischerweise auch wieder Pascal Wehrlein abhängen. Ja, würde ich sagen, geben wir uns doch einfach mal ein bisschen Mühe und versuchen das zu realisieren. Wir brauchen nur noch einen Punkt, um die Rivalität mit Sebastian Vettel zu gewinnen. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Irgendwo auf irgendeinem Sektor der Strecke werden wir diesen einen Punkt schon holen. Und wenn es nur straffrei sein ist. Wir gucken auf die Runde. Hier in dem Fall muss ich sagen, hat mich die tiefstehende Sonne ziemlich irritiert. Weil, ich habe halt die Bremsschilder teilweise sehr spät gesehen. Ich muss dazu sagen, unser Fernseher im Wohnzimmer ist halt ein bisschen größer und von daher, war das dann so, wie als wenn ich wirklich so halb in die Sonne reingucke und ich habe wirklich kaum was erkannt. Ja. Da die Bremsschilder halt recht bei dem Bildrand gewesen sind und mein Lenkrad halt ziemlich dicht noch davor steht, war es nicht ganz so schön. Aber ist okay. Also man sieht schon, erster Sektor, 4/10 auf Max Verstappen haben wir Vorsprung. Das heißt im Endeffekt, na gut, wir sind die Softreifen nur bei der Qualifying Pace gefahren und selbst da waren noch Leute schneller wie wir. Aber wir haben den ersten Sektor recht gut im Griff, würde ich behaupten. Ich denke, die Bremspunkte da sind soweit okay und jetzt kommen eigentlich die zwei Sektoren, die uns die meisten Probleme bereitet haben. Ich weiß nicht, warum die KI hier teilweise deutlich schneller gewesen ist wie wir, aber
Auch hier die Kurve haben wir ganz gut getroffen. Wir gucken auf die Zwischenzeit und wir haben tatsächlich 2 Zehntel geholt. Das sieht sehr gut aus. Also wir sind aktuell auf Pole-Kurs. Hier ein kleiner Schlenker drin. Das könnte ein bisschen Zeit gekostet haben, 1-2 Zehntel. Ja, gucken wir doch mal, was am Ende bei rumkommt. Hier ein bisschen die Wiese mitgenommen. Ja. Und hier den Bremspunkt nicht ganz so gut erwischt, aber recht gut wieder auf dem Gas. Ja, und jetzt müssen wir halt nur noch gucken, dass wir mit der S über die Geraden runterkommen. 1,42 ist die Zeit, die wir schlagen sollten. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Aber mit 6 Zehnteln Vorsprung. Wir haben nicht so viel liegen lassen, das sollte sich eigentlich ausgehen. Wir kommen auf Start und Ziel schön weit rausgetragen und die Uhr bleibt stehen bei 1,39,4. Nochmal richtig gut, schneller geworden. Aber es ist ja noch nicht alle Tage Abend, die KI darf ja auch noch. Und ihr seht, Danny Ricciardo ist zumindest mal bis auf ja, knapp 2 Zehntel an uns rangekommen. Max Verstappen bleibt bei 7 Zehnteln hinter uns. Ja, und damit können wir jetzt schon so halb zum Rennen gehen. Wir kriegen hier noch ein paar Ressourcenpunkte für unser Team und dann machen wir gleich weiter. Es sind 840 mittlerweile. Damit sollte sich in der neuen Saison was anfangen lassen. Ich bin übrigens am Überlegen, ob ich noch eine Saison dranhängen soll. Bis Formel 1 2017 wird es ein bisschen hin sein. Vielleicht könnten wir es noch schaffen, eine zweite Saison fertig zu fahren. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, wenn wir noch eine zweite Saison dranhängen. Und wenn ja, zu welchem Team wir da gehen sollten. Sofern wir denn andere Angebote bekommen. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. So, und jetzt gucken wir einfach mal drauf. Habe ich vergessen, weiter zu drücken? Ne, da sind wir. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Okay, Vettel fällt raus, also nur P5 und Pascal Wehrlein einschlagen. Das sollten wir hinkriegen und dementsprechend würde ich jetzt sagen, machen wir uns gleich auf den Weg zur Rennstrecke, damit wir ja, zum Rennen kommen, ne? Also, dann bis gleich im Auto. Ein junger Spanier namens Fernando Alonso saß hier vor circa einem Jahrzehnt an vorderster Startposition und wir erlebten außerdem den allerersten Sieg von Kimi Räikkönen. Beim großen Preis von Malaysia ist es wie bei allen Rennstrecken. Die etablierten Fahrer wollen vorne bleiben und die jungen Wilden ihnen die Plätze streitig machen. Meist ist das Wetter der entscheidende Faktor, aber auch die 5 Links- und die 10 Rechtskurven in Sepang stellen die Fahrer vor viele Herausforderungen. In den starken Bremszonen in 4 dieser Kurven werden die Fahrer unter Umständen 4G, also ihrem vierfachen Körpergewicht, ausgesetzt. 2 dieser Kurven sind am Ende der DRS-Zone, die Kurven 1 und 15. Heute sitzt Stefan Römer neben mir und wird das Rennen mit mir gemeinsam kommentieren. Stefan, noch einmal herzlich willkommen. Ist es nicht schön, endlich mal wieder in Kuala Lumpur zu sein? Ein wirklich wunderschönes Land, dieses Malaysia, und eine traumhafte Strecke und das ist das Wichtigste, ein Rennen, das nur sehr, sehr schwer vorherzusagen ist. In der Tat, es gibt viele Kurven, in denen enorme Kräfte wirken, durch die die Hinterräder mit Leidenschaft gezogen werden. Zusammen mit den hohen Temperaturen sorgt das dafür, dass der richtige Betriebsbereich der Reifen nur schwer zu halten ist. In den vergangenen Jahren waren wir immer relativ früh in der Saison hier, was heuer zu einem zusätzlichen Unsicherheitsfaktor werden könnte. Vergiss nicht, auf der Strecke bis Kurve 1 innen zu verteidigen. Mach dich so breit wie möglich. Fahr robust, aber fair. So, wir sollen robust, aber fair fahren. Ja, und wir sollen eine Zwei-Stopp-Strategie wählen. Es sieht gar nicht so verkehrt aus. Ich würde es eigentlich fast so lassen. Das Einzige, was wir vielleicht noch versuchen könnten, ist, ob wir noch einen weicheren Reifen reinpuzzeln könnten. Aber, naja, im Endeffekt zweimal hart am Ende. Das sollte sich schon ausgehen. Ja, ich habe jetzt hier nochmal umgestellt auf dem Medium. Aber das wird recht knapp. Ich denke, wir bleiben dabei und machen jetzt einfach das Auto leichter. Da haben wir wahrscheinlich mehr von. Dementsprechend Sprit raus. Damit wir möglichst leicht am Start sind. 28 Runden sollen wir fahren. Und für 25 nehmen wir einfach mal mit. Wie gesagt, wir haben so viele Upgrades im Auto mittlerweile drin. Das sollte sich eigentlich ausgehen, dass wir irgendwo diese Spritmenge wieder reinbekommen können.
So, und das sind wir auch schon in der Einführungsrunde. Wie gewohnt. Ja, erstmal ein bisschen von außen, dass wir uns halt so gemütlich auf den Start vorbereiten können. Ich persönlich habe vor dieser Rechts-Links-Kombination am Start ein bisschen Angst. Deswegen war ich mir jetzt auch sicher, dass ich mit 3 Litern Sprit weniger starten wollte, damit ich auf jeden Fall viel Meter machen kann. Denn ich will nicht riskieren, dass irgendjemand in diesen beiden Kurven neben mir ist und mich dann da wegschießt. Das wäre so ziemlich das Worst Case, was ich hier nicht haben will. Ja, und jetzt gehen wir hier schon fast wieder zurück in Richtung Startenziel und dann ja, müssen wir gleich nur noch einparken und dann hoffen, dass wir wirklich gut wegkommen. Ihr seht auch hinter mir, alle Autos sind auf den Softreifen. Dementsprechend, ja, gucken wir mal, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das denken. So, da ist noch ein Williams, der noch reinfährt. Und jetzt sitzen wir im Auto. Wir ziehen die Kupplung, Startampel geht auf Rot und aus ist er. Und ja, ich habe auch festgestellt, wir kommen richtig gut weg. Alles klar, das sieht gut aus. Jetzt nur hier vorne richtig anbremsen. Oh, ein bisschen zu früh, aber oh, ja gut. Da war der gute Herr Ricardo neben uns. Irgendjemand ist da jetzt hin. Das ist Vettel. Was macht der Vettel da? Wo kommt der her? Ich glaube, da müssen wir gleich mal auf die Starts gucken. Würde ich sagen, fangen wir erstmal mit Danny Ricciardo an, der ja direkt neben uns gestartet ist. Beziehungsweise gucken wir erstmal. Ja, gucken wir erstmal gesamt drauf. Gesamt drauf ist besser. So, wir schauen uns das Ganze von außen an. Also, wir haben einen recht guten Start gehabt. Sehr interessant auch die Pole Position hier in dem Fall auf der rechten Seite der Strecke. Ja. Aber gut. Ihr seht, hier hat uns Ricciardo außenrum erstmal holen wollen. Den haben wir dann leider ein bisschen. Ah, der ist von seinem Teamkollegen weggeschoben worden. Hier fahren wir nochmal onboard bei ihm mit. Ihr seht, er kommt sehr schlingernd weg. Beziehungsweise er schlingert allgemein sehr viel mit dem Lenkrad. Aber gut, das scheint wohl für die KI normal zu sein. Hier hat er uns außenrum erstmal geholt. Aber, ja, wir sind dann halt sehr weit innen reingedived. Und ja, da hat sich halt einfach ein ganzer Pulk mit durchgeschoben. Ist natürlich für Danny Ricciardo jetzt an dieser Stelle erstmal äußerst bescheiden. Auch Kimi Räikkönen geht an ihm vorbei. Und da ist noch ein Mercedes. Ich habe jetzt aber nicht in der Kürze der Zeit erkennen können, ob es Nico Rosberg oder Lewis Hamilton gewesen ist. Hier nochmal die Sicht von Vettel, der ja hier nach dem Start direkt auf Platz 2 gekommen ist. Man sieht, eigentlich kam er durchwachsen weg, aber ja, hat einfach die Lücke sehr gut genutzt, dadurch, dass Verstappen da sehr früh auf der Bremse war, genauso wie ich. Vielleicht hat Verstappen auch wegen mir früher gebremst, das kann natürlich auch sein. Ja, dann ist er da sauber mit durchgetaucht und damit haben wir erstmal ein bisschen freie Bahn. Aber ihr seht, wir kommen nicht richtig von diesem Pulk weg. Der gute Herr Vettel hängt uns ganz schön dicht hinten dran. Auch Valtteri Bottas ist sehr gut durchgelüpft beim Start. Dementsprechend kann das jetzt eine sehr interessante Geschichte werden. Wie das jetzt hier die nächsten ein, zwei Runden so weitergeht. Werden wir mal ein bisschen im Auge behalten. Die KI ist, ja, sage ich jetzt mal, extrem konkurrenzfähig aktuell. Die hält sehr gut mit. Ich habe zwar jetzt die schnellste Runde, aber okay, es war Runde 1. Das ist ja normal, wenn du von der Pole startest, dass das dann dementsprechend ausgeht. Hier vorne jetzt wieder in der Kurve. Dieses Mal haben wir das Ganze ein bisschen besser hingekriegt. Ich habe mittlerweile wieder auf Standard zurückgestellt, damit wir halt ein bisschen Sprit sparen können. Halt alles im Sinne, dass wir auch im Ziel ankommen. Wie gesagt, 3 Runden Sprit weniger ist schon eine Hausnummer. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich hier auf der Strecke nicht so viel Sprit verbrauchen werde. Hier sind wir jetzt mittlerweile in Runde 5. Ihr seht, Kimi Räikkönen ist mittlerweile hinter uns. Ja, Sebastian Vettel hatte da wohl durch den Zweikampf mit Valtteri Bottas ein bisschen Zeit verloren und ist dadurch ein bisschen nach hinten gespielt worden. Wir sollen in die Box kommen. Esteban Gutierrez ist gerade ausgeschieden. Ja, jetzt müssen wir halt mal abwarten, dass wir jetzt hier einigermaßen rumkommen. Aber wir haben Glück im Unglück. Es gibt ein virtuelles Safety Car. Das heißt, wir machen jetzt erstmal ein bisschen langsam. Vielleicht spielt uns das jetzt ein bisschen in die Karten, weil so weit dürften jetzt die anderen nicht an uns vorbeikommen, wenn das Virtual Safety Car ein bisschen länger dauern würde. Wir fahren jetzt einfach erstmal in aller Ruhe rein. Fährt noch jemand rein? Gucken wir mal auf die Minimap. Ja, einer fährt rein. Und ich würde stark behaupten, guck mal nach hinten,
ist rot, wird ein Ferrari sein, müsste Sebastian Vettel sein, genau. Laut Anzeige ist es Sebastian Vettel. Da kommt noch ein ganzer Pulk rein, auch, wenn ich das richtig gesehen habe, die Mercedes-Crew und auch jemand vom Red Bull. Dementsprechend, ja, gucken wir mal, wo wir jetzt gleich wieder rauskommen. Aktuell P5, 6, 7, 8. Ja, wird knapp mit den beiden. Oder mit den dreien, die jetzt kommen. 9, 10, ja gut. Wir sortieren uns einfach mal hinter Nico Hülkenberg ein. Aber noch vor Danny Kvyat. Wir fahren jetzt natürlich gerade alle etwas langsam. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich die Nase nicht abfährt. Das macht die Sache nicht gerade wirklich einfacher. Aber hey, das Virtual Safety Car hört jetzt auch gleich dann wieder auf. Genau, jetzt ist es rum. Und dementsprechend, ja, versuchen wir jetzt einfach wieder ein paar Positionen zu holen. So, Nico Hülkenberg kassieren wir hier ein. Zwar mit zwei Rädern auf dem Grünstreifen, aber na gut, ist okay. So, jetzt Fernando Alonso vor mir. Mal gucken, wo wir den kriegen könnten. Vielleicht hier vorne. Ich versuche mal vorsichtig, aber ich bremse mal ein bisschen früher. Ich bin ein bisschen innen gewesen. Na gut. Stecken wir hier einfach erst nochmal ein bisschen zurück und ja, holen ihn etwas später, in diesem Falle auf der langen Geraden mit DRS. Sind wir gut dran vorbeikommen. Jetzt kommt auch so der ganze Rest in die Box. Wir sehen, Pascal Wehrlein fährt mit rein. Wir sehen den gelben Punkt auf der Karte. Ja, dementsprechend werden wir jetzt wieder sehr entspannt nach vorne gespült. So, Rosberg ist da noch irgendwo. Ja, aber Rosberg war in der Box, also sind jetzt nur noch Romain Grosjean vor uns und noch jemand, den ich gerade nicht sehe. Auf jeden Fall, Grosjean fährt Mediums, das heißt, er wird noch eine ganze Weile vor uns rumgurken. Weil, ja, ich denke schon, dass er den Vorsprung da ein bisschen auf uns halten wird. Obwohl ich gerade sagen muss, er wird ein bisschen langsamer, habe ich den Eindruck. Aber gut, wir probieren einfach mal dran zu bleiben. Und schauen wir weiter. Jetzt sind wir hier mittlerweile schon auf der Geraden. Wir sehen, DRS war offen. Und wir haben uns dann einfach den guten Roman einfach mal schnell eingesackt. Und sind dann vorbei. Wir kriegen jetzt auch noch DRS für die Gegengeraden. Das soll uns natürlich recht sein. Dementsprechend auch mal ein bisschen seitlich versetzen, damit er nicht so viel davon hat, hinten unseren Windschatten mitzufahren. Ja. Und dann hat es ein paar Runden gedauert. Nee, bis... ein paar Runden? Ich weiß jetzt nicht. War auf jeden Fall nicht viel. Ich bin dann nach und nach stückchenweise an Checo Perez rangekommen, der die Führung hatte. Aber ihr seht, auch der fährt harte Reifen, aber der scheint auch auf hart gestartet zu sein, dementsprechend. Ja, reifenmäßig ausgeglichen. Und ja, sind wir ganz gut rangekommen und dementsprechend haben wir den auch recht gut überholen können. Auch hier wieder dasselbe Spiel wie vorhin. Nur dieses Mal brauche ich nicht unbedingt seitlich zu versetzen. Fahren trotzdem mal jetzt ein bisschen rüber. Aber... das ist ja hier fast ideal, was wir hier fahren. So, jetzt müssen wir halt einfach mal ein bisschen abwarten. Nico Hülkenberg hat sich mittlerweile auch harte Reifen geholt. Das heißt, hinter mir sind jetzt beide Force India. Aber gut, Force India hat diese Saison auch extrem viele Upgrades gebracht. Und hat natürlich dementsprechend dann auch gut aufgeholt. Wenn man bedenkt, die waren, ja, ich würde jetzt mal sagen so, waren die 6 oder 7 und jetzt sind die immer noch vor uns. Wir sind, wie gesagt, 5 stärkstes Team. Ich glaube, die müssen mittlerweile auf, ja, Pi mal Auge 4 oder 3 fast sein. Ja, hier habt ihr gesehen, dicker Fahrfehler. Fährt der Tim einfach mal quer durchs Kiesbett. Kann passieren. Ich war zu dem Zeitpunkt ein bisschen arg unkonzentriert. Warum, wieso, weshalb, kann ich mir selber gar nicht so erklären. Ich habe die Bremspunkte nicht immer hundertprozentig getroffen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich wieder am Perez dran war. Wir versuchen es jetzt einfach erstmal hier vorne in der Kurve und ansonsten schauen wir einfach mal, wo wir ihn vielleicht mit einem etwas langsameren Kurveneingang, aber dann vielleicht am Kurvenausgang wieder ausbeschleunigen können. Hier hat es jetzt noch nicht geklappt, aber vielleicht könnten wir hier seitlich versetzt ein bisschen nach innen. Ah, da waren wir zu spät auf der Bremse und das war hundertprozentig unsere Schuld. Das war sehr ärgerlich. Ihr seht, da sind gerade schon einige durchgefahren. Hülkenberg kommt jetzt auch noch und er fährt uns in die Karre und die Nase ist ab. Ich sag mal, wir haben jetzt Schwein gehabt. Erstens, es ist nur die Nase kaputt gegangen. Ja. Zweitens, es hätte schlimmer kommen können. Aber wir haben Glück im Unglück, es gibt ein Safety Car. Wir rutschen jetzt hier zwar natürlich bedingt dadurch, dass wir keinen Abtrieb mehr vorne haben, nochmal ein bisschen raus.
Aber was für mich jetzt viel entscheidender ist, wieso hat uns der Hülkenberg da überhaupt getroffen? Weil meiner Meinung nach bin ich mir jetzt nicht wirklich der Schuld bewusst, warum er mir da reinfährt. An dem Vorfall mit Perez ist klar. Ja? Da gibt's nichts dran zu rütteln. Hundertprozentig mein Fehler. Ja, wir gucken hier nochmal kurz drauf. Wir ziehen hier rein. Haben's da versucht. Hätte klappen können, aber jetzt hier außenrum hatten wir halt keine Chance. Dann waren wir viel zu spät auf der Bremse. Das sehen wir jetzt hier. Ja, das war hundertprozentig mein Fehler. Aber ich fahre jetzt wirklich über den Grünstreifen und versuche mich vorsichtig wieder einzugliedern. Die sind alle sehr weit links, aber... Ja, also... Wenn ich mir das so von außen angucke, er müsste uns gesehen haben. Und dann hätte er uns einfach ein bisschen Platz lassen können. Können. Betonung liegt wirklich auf können. Ja. Gut, können wir jetzt nicht ändern. Wir haben uns jetzt eine neue Nase geholt. Restart direkt vor der Nase. Danny Quert vor der Nase. Fernando Alonso vor der Nase. Ja, und jetzt heißt es einfach gucken, dass wir möglichst gut durch den Puls durchkommen. Sicher war das jetzt mit dem... Ja. Mit dem Stopp ziemlich unnötig. Aber das können wir jetzt in dem Fall nicht ändern. Müssen mal gucken, wo wir es vielleicht irgendwo wieder rausholen können. Wir haben nochmal Fahrt gewechselt, zwischenzeitlich. Ich habe euch den Boxenstopp jetzt rausgelassen, weil es war an der Stelle einfach unsinnig. Aber gut. Die alternative Strategie. Entschuldigung. Ich musste gerade mal husten. Die alternative Strategie hat gesagt, hol dir noch einen harten und fahr zum Schluss Medium. Kann man machen. Aber wir wissen vom Wetterbericht her, dass es regnen soll später im Rennen. Und dementsprechend hoffen wir einfach drauf, dass das einigermaßen passt. Hier haben wir uns jetzt gerade richtig verschätzt. Also ihr seht, fahrerisch ist das heute definitiv kein Glanzstück, was ich hier abgeliefert habe bisher. Ja, im Gegenteil, eigentlich ist das mehr so ein halbes Distraction Derby. Aber gut, wir können es jetzt nicht ändern. Es war wirklich blöd gelaufen zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt habe ich dann einfach nochmal probiert, mich ein bisschen zu konzentrieren. Hier überholen wir unseren Teamkollegen Pascal Wehrlein auf der Geraden. In dem Fall noch ohne DRS. Ja, jetzt haben wir noch 8 Autos vor uns. Und wir haben Glück. Ihr seht, es fahren jede Menge Autos in die Box. Die kommen jetzt zu ihrem zweiten Stopp rein. Und ja, das passt uns jetzt natürlich sehr gut. Wir sehen, wir sind wieder auf P5 vorgespült worden. Also wir haben noch Schwein gehabt, dass das mit dieser Safety Car Phase geklappt hat. Ohne das Safety Car wären wir sicherlich irgendwo P9, 10, 20 gewesen. Und so haben wir zumindest noch eine realistische kleine Chance aufs Podium. Wir sehen hier dieser ganze Pulk, den wir hier auf der Bremse mit DRS überholen. Das war schon genial. Und es fahren wieder Leute rein. Das heißt, wir übernehmen tatsächlich jetzt von Kimi Räikkönen die Führung. Ja, jetzt heißt es wirklich nur noch gucken, dass wir das irgendwie durchziehen können. Auch Max Verstappen, der mittlerweile an uns rangefahren ist, kommt jetzt nochmal rein. Und der Verstappen hatte halt wirklich den Vorteil, der ist auf Medium gefahren. Der war deutlich schneller, also der konnte wirklich super mithalten. Und hat sich auch hier und da mal ein bisschen gezeigt, aber... Das hat uns jetzt natürlich richtig geil in die Karten gespielt, dass der Verstappen da jetzt nochmal reingekommen ist. Hinter uns Fernando Alonso. Im McLaren. Wer hätte das erwartet? Ja, Verstappen mittlerweile auf hart gewechselt. Der wird jetzt auch bis zum Ende durchfahren. Ja, es sei denn, es fängt halt jetzt gleich noch richtig an zu schiffen. Und dann werden wir mal drauf achten müssen, ob da noch was kommt in der Richtung. Okay, wir sehen die ersten Regentropfen. Es soll 15 Minuten lang leicht regnen, hieß es, bevor es Starkregen kommt. Ja, und 2 Runden später war es dann auch wirklich so weit, dass die Strecke so nass war, dass ich mir Intermediates holen musste. Nicht ganz schön, aber im Endeffekt, ja. Jetzt haben wir natürlich einen richtigen Vorteil, weil jetzt hat uns wirklich alles in die Karten gespielt. Ja, wir sind so ziemlich als Erster mit in die Box gefahren, holen uns Intermediates, der Rest... krüppelt noch so ein bisschen auf Trockenreifen rum. Und es war wirklich just in dem Moment, wo ich hinten in die Box gefahren bin, ging die DRS-Meldung an. Beziehungsweise, dass das DRS deaktiviert wurde. Und dementsprechend haben wir gleich einfach nur noch die Intermediates reingedrückt und sind einfach in die Box abgebogen. Es kam uns alles sehr gut entgegen. Ja, und jetzt seht ihr schon,
Wir sind in der letzten Runde. Wir haben sehr viel Schwein gehabt in dem Rennen. Die Safety-Car-Phase hat es uns voll rausgeholt. Ja. Mittlerweile hat es auch schon stark angefangen zu regnen. Das Auto rutscht ein bisschen mehr. Es liegt nicht mehr ganz so optimal wie zu Anfang, wo es nur leicht geregnet hatte. Aber sind wir ehrlich, an dieser Stelle, das gibt jetzt einen sehr ungefährdeten Sieg, denn ja, wir haben es strategisch einfach trotz des Defekts mit der Nase irgendwie retten können. Und da muss ich mir persönlich ausnahmsweise mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich sag's extra nicht so laut, weil wir wissen ja, was noch für Rennen kommen. Als nächstes kommt Japan. Da werde ich kein Land sehen. Da müsst ihr mich jetzt schon entschuldigen, denn das wird hundertprozentig nicht schön. Das wird kein Fest. Das wird, wenn's glücklich läuft, dann gibt das einen Punkt, aber mehr nicht. Und wenn's ganz schlecht läuft, dann sind wir da recht schnell ganz hinten. Also ich hab's jetzt letztens schon mal versuchsweise mal wieder probiert zu fahren. Geht aktuell irgendwie gar nicht an mich, die Strecke. Aber gut. Jetzt so zum Saisonende kommen halt noch ein paar Strecken, bis auf Brasilien, wo ich sage, da werden wir nicht viele Punkte holen. Dementsprechend nehme ich die Siegesserie jetzt gerne mal ein bisschen mit. Ja, wir sind jetzt schon fast wieder bei Start und Ziel angekommen. Und holen tatsächlich diese, ja, 25 Punkte nach Hause. Der Vorsprung ist recht groß. Ich glaube, irgendwas um 20 Sekunden hatte ich vorhin gesehen. Dementsprechend, ja, alles richtig gemacht. Direkt bei der Safety-Car-Phase reingefahren, Nase geholt. Da haben wir nicht viel verloren. Es hätte deutlich schlimmer kommen können. Also wir haben eigentlich zweimal richtig gut über die Safety-Car-Phasen, auch über das virtuelle Safety-Car, das Ding geholt können. Es hätte schlechter laufen können. Definitiv. Gut, in diesem Sinne, da kommen wir über die Linie und ja, holen P1. Männer hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Tja, er hat die Safety-Car-Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Frage die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Ich sehe schon, dass die Fahrer bereits auf dem Weg sind. Das war eine beeindruckende Leistung und letztendlich der verdiente Lohn für den großen Aufwand. Manor Racing holt sich heute den Sieg. Ja, und sogar der Lewis Hamilton hat es noch aufs Treppchen geschafft. Hätte ich nicht erwartet, so wie das Rennen zu Anfang gelaufen ist. Ja, dass der Sebastian Vettel vom Start her natürlich richtig gut durchgekommen ist, war natürlich genial, zumindest für ihn. Ja, wie gesagt, Hamilton hat sich auch gut durchgemogelt. Der hat irgendwo Valtteri Bottas und die anderen dann einfach mal stehen lassen. Ich denke, das wird auch bei diesem Regenchaos dann passiert sein. Ja, und damit sind wir schon am Ende angelangt. Ihr seht, 23 Sekunden waren es am Ende. Ja, und hinter Hamilton dann Räikkönen und Verstappen. Müssen wir so mit leben, ist halt so. Aber wir haben ja gut auf Nico Rosberg und auch auf Lewis Hamilton aufgeholt. Wir gucken jetzt gerade nochmal auf die Vorfälle und auch auf die Fahrertabelle. Und dann würde ich sagen, ja, hier, da haben wir sie. Nee, haben wir nicht. Jetzt haben wir sie. So, ja, nur noch 4 Punkte Abstand. Gar nicht so übel. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bin jetzt raus und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es am Freitag um 12 heißt. Formel 1 2016. Dann aus Japan. Macht's gut. Ciao, ciao.